Ja Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes und zwar Weevil Underwood gegen Rebecca. Zwei Side-Charakter, die zwar nicht so bekannt sind, obwohl Weevil eigentlich streng genommen schon bekannt ist, aber Rebecca auf jeden Fall nicht. Und Rebecca hatte bisher immer CK Phoenix zur Verfügung. Heute dürfen wir sie mal spielen. Mal gucken, wie das Ganze wird. Sie hat ein ziemlich starkes Deck, aber wie immer zu Beginn, das Ganze ist ein Best-of-3. Heißt, falls ihr wissen wollt, wer das Match gewonnen hat, geht rüber zu CK Phoenix und wir springen jetzt direkt zum Deck. Beim Deck muss man sagen, dass man hier eine gute Kombination hat zwischen Verteidigung, Offensiv und sehr starken Zaubern fallen kann. Wir haben einmal Riesenscheinsoldat, gute Defense, Schimmerdrache, guter Angriff, dann haben wir Millennium Schild, gute Defense, wir haben natürlich dann noch Schimmerdrache, also gute Offensiv-Tributkarte. Ja, ich höre auf hier mit Offensiv, Defensiv. Dann haben wir hier nochmal Tributmonster, Sangan zum Floaten, was sehr stark ist. Genauso wie Hexe, Schwarz und Weiß zum Floaten, super gut. Immer neue Karten kamen, ist sehr nice. Und Infektionsfehler damit suchen, sehr stark natürlich, gerade mit ihren 3000 Angriffspunkten dann drauf. Dann Schlange, ja, man muss erwähnen, dass Rebecca nicht viel Auswahl hat, um genau zu sein, gar keine. Dieser Charakter spielt gerade mal an die 40 Karten, bedeutet also, wir müssen hier alle spielen, was sie auch gespielt hat. Dann haben wir hier Feuerprinzessin, dann haben wir noch heilende Nixe. Sind okay, ich meine, 1-3, ja, okay, 1-5, ne, ist okay. Dann wir Sonneneruptionsdrache. Diese Karte ist hier drin für Kanonensoldat. Kanonensoldat ist nicht craftbar in Master Duel. Bedeutet, also wir müssen hier Alternative spielen. Ich denke mal, das ist fair. Dann haben wir hier eben Tributmonster, Tributmonster, Tributmonster. Sie vor allen Dingen, Maria, sehr gut eben mit eleganter Vulti drin, weil sie den Friedhof bekommt und da halt einen Effekt hat. Dann haben wir hier noch gute Powerspells. Verteidigung stoppen. Immer gut in so einem Duell. Schwarzes Loch gut. Elegante Wohltäterin, Wiedergeburt, Topf, Ehren, verdammten Top-Spells, brauche ich drüber reden. Seichtes Grab ist okay, kann der Gegner natürlich auch gut nutzen. Dann haben wir noch hier Karten, die eben mit Drachen funktionieren. Ja, wie gesagt, wir haben nicht viel Auswahl. Dann haben wir noch Stilles Verhängnis, gut eben hier natürlich um Lebensschild auch wieder zu holen. Dann haben wir Monster Spielmarkenernte, ist nicht so stark die Karte, aber wir müssen sie spielen, weil 40 und natürlich kann sie in speziellen Situationen dann doch mal aufkommen. Dann Sündenbock zum Verteidigen, MST, Spiegelkraft, Rettungsleine, eine nicht so gute Karte, kann aber natürlich in der Not auch relevant sein, definitiv. Dann natürlich Imperial Order, Schwerkraftbindung und wie gesagt, Drachenzorn haben wir schon erwähnt. Ein Deck, was sehr solide ist, vor allem Schwerkraftbindung funktioniert natürlich, ne, Lilly darf trotzdem angreifen, sehr spielstark. Sie hat, wie gesagt, gute Karten, definitiv. Ob wir auch ein gutes Duell damit gemacht haben, das schauen wir uns jetzt an. Weltall. Wie Sangan einfach rumfliegt. So, Kekse sind mitgebracht. Und weil ich so keksfreundlich bin, lasse ich dir den ersten Zug. Das ist aber nett, danke. Das hat natürlich nichts mit Münzhof oder so zu tun. So. Also, ich muss sagen, meine Hand ist... Doch, ich würde sagen, es ist eine gute Hand. Okay, ich bin gespannt. Also, ich kann das nicht so ganz von mir behaupten, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Weevils Deck überhaupt so über gute Hände verfügt. Deshalb alles in Ordnung. Was ist das? Einfach wieder ein Monster. Oh. Oh, oh, oh. Na, dann wollen wir mal direkt testen. So, komm. Lass mich jetzt nicht enttäuschen hier. Hallo. Ja, er ist weg. Das ist vollkommen fein. Ja. So, und dann bist du. Okay. Ich ziehe... Alter, da kommt jetzt aber auch die Creme de la Creme. Ja? Set Pass. Es ist echt schwer. ich glaube, ich beschwöre mein Basisinsekt. Was? Und ich opfere es für Vervielfältigung von Ameisen. Nein. Du hast nicht Siegel des Heurigalkers. Leider nein. Es ist wirklich einfach nur Schutz. Du bist. Oh, ey, mit Siegel ist das so krank. Ja. Was ist besser? Ah, da komme ich gar nicht drüber, fällt mir gerade auf. Shit. Ja. Tja. Denkst du? Ich beschwöre meine Feuerprinzessin. Als ob die einfach genau 100 Punkte mehr hat. Weg damit. Okay. Aber leider werde ich nicht beide los. Das ist natürlich ein bisschen kritisch, aber ist nicht schlimm. Ich habe ja noch Spiegelkraft. Okay, vielleicht kann ich etwas machen, aber vielleicht auch nicht. Ich aktiviere Topf der Gier. Voll gut. Ja. Ja. Ja, ich sag dir, wie es ist. Ich spiele ein Monster und ein Kärtchen verdeckt und du bist. Ich weiß nicht mehr, ob sie Traps spielt. Ich glaube, du spielst gar keine guten, oder?
Ich spiele generell keine guten Karten. Ich glaube, darauf kann man sich okay, einigen. Okay, das ist fair. Darauf einigen wir uns, okay? Hier machen wir jetzt Druck. Mhm. Spielst du Spielkraft? Nein, du spielst keine Spielkraft. Nein. Attacke! Feuerprinzessin löscht dieses Ameise aus. Und was ist das Wort? Was kommt jetzt? Nix. Okay, gut. So, Schimmerdrache, beende hier das Unkraut. Ebne das Unkraut oder so. Kisei Tai! Was macht der? Der rüstet sich an deinem Monster aus und ich krieg Lebenspunkte in der Standby-Phase. LOL. I mean, der ist gar kein Insekt, du schummelst. Der ist Unterwäldler. Cheater. Judge. Der sieht aus wie ein Insekt, der ist ein Wurm. Judge. Mein Gegner sagt, er spielt nur Käfer und spielt keine Käfer. Ja, ja, schwierig, ey. Ich sag dir ehrlich, das ist ein Trauerspiel. Ja, es wird eine Herkules-Aufgabe. Du spielst auch den Herkules-Käfer, oder nicht? Tatsache. So. Oha, jetzt geht's hier, jetzt hier ab hier. Jetzt. Ja, ich krieg 950 Lebenspunkte hier. Darfst du jetzt auch angreifen oder nicht mehr? Ich glaube nicht, oder? Also ihm hat den Angriff annulliert. Der darf, glaube ich, angreifen, ja. Krass, nice. Dann machen wir noch mehr Floating. Lol. Ja. Ja, was ist denn los hier? Kaboom! Ja. Ist okay. Aber ich kann einen Käfer von der Hand meiner Hand beschwören. Oha, wenn der jetzt mehr als 1,3 oder 1,3 Def hat, dann bin ich einfach aufgeschmissen. Ich sagte ja, es wird eine Herkules-Aufgabe. Wow, es ist Lich Pass. Was ist denn Shit, Alter? Ein gewaltiger Käfer mit einem harten Rückenschild und einem gefährlichen Horn. Guck mal, da kriege ich so viel Angst, da gehe ich direkt in Verteidigungsmodus. Und setz noch eine Karte. Dann bist du. Okay. Dann zieh ich mal. Du spoilerst einfach, ich muss mir hören, was du sagst, ey. Du hast einfach gesagt, was du in der Hand hast. Tja. Ja, ich spiele eine Karte verdeckt und... Ja, du bist. Tick-Tack, Tick-Tack. Wow. Wow. So, mein Lieber, ich möchte nichts sagen, ne? Achso, erstmal den Punkt, ja, also bitte. Ja, die darfst du haben. Also, ich will mal sagen, ne? Du kannst sehr gut, also ich kann sehr gut floaten in einem Monster, was du fürchtest. Aber ich brauch's nicht suchen, weil ich hab's einfach. So, mein Lieber, jetzt ändern wir die Kampfstrategie hier. Alles in Angriffsmodus. Und jetzt war's mit dem Käfer hier. Ey, das ist irgendeine dumme Karte. Attacke. Ja. Ich aktiviere Monster ablösen. Was? Wenn ein Gegner angreift, wie lange Monster das kontrollierst, gibst du die Hand zurück. Dann bist du bei Monsterstufe 4, jetzt wird schon deine Hand. Ja. Ja, okay. Also, jetzt habe ich noch habe ich keine Angst. Mein Herkuleskäfer kommt zurück auf die Hand und ich rufe Kniffhüpfer erneut. LOL, wie gut! Er countert einfach die Lilly! Aber nur für einen Zug. Nein, ich greife nicht nochmal an. Ich zahle jetzt nicht 2000 Lebenspunkte dafür. Verständlich. Ich mach sogar so, weil ich es kann. Ja. Falls du jetzt was anderes rufst, kann der Schimmerdrache noch drüber rennen. Ja, und dann aktiviert sich Kniffhüpfer und ich rufe erneut meinen Skaraborn. Ich finde, Kniffhüpfer ist jetzt, also so ein Anime-Duell, eigentlich voll broken, würdest du noch andere gute Karten spielen. Aber, aber so. Also, wenn ich einen guten Käfer hätte, wäre der krass. Ja, der wäre richtig krass. Einfach so, bumm, 3000 oder so. Ja. Finde ich aber auch schade. Ich finde, Weevil. Also ja, safe, er soll so ein Charakter sein, den man nicht mögen soll, aber man hätte den schon noch geilere Karten geben können, auch so wie in Battle City oder so, also weiß ich halt nicht. Ja, safe. Na gut, es... Oh, nee, vergesst, was ich gesagt habe. Ja, du bist dran. Ja Mensch, das wird ja schwierig jetzt hier. Meine Lilly freut sich schon wieder.
Eieieiei, ist das. Ey, komm, ich meine, du hast schon weit mehr Lebenspunkte als ich. Ja, Attention Duelist, it's time on the run. Nix da, ich war in der Battle Phase. So, Angriff. Es kommt jetzt schon wieder. Nix, sehr schön. Dann machen wir mal Boosting. Punkt. Guck mal, ich muss dafür 2000 Lebenspunkte zahlen, ja? Und dafür verlierst du aber jetzt auch satte 5300. Ja, das stimmt, das stimmt. So, mein Lieber, it's time on the round, habe ich gehört. Also, bis Ende der Phase ist, ja. Das heißt, hab jetzt gewonnen, würde ich sagen. Ja, ganz knapp. Ja, man muss sagen, ohne Kisei-Teil, also, ja, ich hätte noch nicht verloren, aber wäre noch deutlich kritischer, die Situation. Ne? Ja, definitiv so. Aber, ich meine, da liegen... Ja, gut, ne? Also, die Infektion für Lilly ist halt das Problem, ne? Ich sag dir ehrlich, das ist, ja. Schwierig. Schwierig. Ich finde die Situation sehr ausgeglichen. Ich rufe Kamakiri, Mann! Ein menschenähnlicher Mantis, der über zwei rasiermesserscharfe Sicheln verfügt. Und mit dem Siegel von Orikalkos werden die noch ein bisschen stärker. Krass. 1650. Krass. Ich greife deine Feuerprinzessin an. Also ich hätte jetzt 20 Wege, das zu verhindern. Und ich wähle die lustige. Was ist denn los, meine Lieben? Das ist witzig. Und das ist echt lustig. Bumm. Hä, das ist das Siegel von Orikalkos. Du kannst es doch nicht einfach annullieren. Ich annulliere es nicht. Ich verhindere nur seinen Effekt. Ah, okay. Tja, jetzt kann ich gar nicht mehr mein schwarzes Loch aktivieren oder Verteidigungsstopp. Das ist ja schade. Ja. Ja, das ist ein Spell. Ja, wollt sagen, hier so nicht. So nicht nämlich. So, und jetzt machen wir hier den Sack zu hier. Battleface. Attack. Damn Step. Jetzt kriegst du was inszeniert. So, Angriff hier. Boom! Ja, was soll ich dazu sagen? Es war, glaube ich, eine Herkulesaufgabe für dich. Ja, durchaus. Ja, das Duell war natürlich ganz nett, aber wir wollen jetzt auch wissen, welchen Charakter ich nächste Woche habe. Und ich muss sagen, es sind hier noch einige wilde Namen drauf, die ich gerne nehme. Also, Spin the Rat, let's go. Und wir haben hier... Oh ja... Ich habe bewiesen, dass es nicht immer einfach ist. Yugi Muto. Oh, okay. Yugi, da freue ich mich auf jeden Fall. Immer wieder nice, diesen Charakter zu bekommen. Aber, was auf jeden Fall auch noch spannend ist, und zwar, wer das Ganze gewonnen hat, das Match hier. Und zwar das Ganze Best of 3. Bitte also, schaut bei CK Phoenix vorbei. Wie gesagt, wie immer am Ende der Endcard verlinkt. Und ich wünsche euch jetzt natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.